Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem Star Talk mit dem Mann, der mehr als drei Akkorde garantiert beherrscht. Jimmy Kelly, ich grüße dich. Guten Tag. Also muss man als Straßenmusiker, muss man doch mehr Akkorde beherrschen als drei? Nee, muss man nicht. Als Straßenmusiker reicht das mit drei Akkorde. Sogar eins reicht. Also das ist ja das Wunder der Straße. Du kannst alles da machen, aber du wirst nicht für alles bezahlt. Also die Leute sind auch frei zu sagen, das gefällt mir nicht, laufen so vorbei. Und das ist aber, es gibt aber Gott sei Dank genügend Leute, die immer wieder doch dich mögen und dann schmeißen sie was. Und das ist, ich glaube, das ist für mich das Große an der Straße ist, jeder hat da einen Platz. Wenn du Musik magst, dann hast du da eine Möglichkeit, eine offene Bühne für alle. Es gibt nicht besser oder schlimmer. Kommt für dich da nicht auch ein bisschen noch der Promi-Status dazu, dass alle sagen, Mensch, das ist ein Kelly, den kennen wir und dann kommen sie erst recht? Ja, ich habe den Bonus, sicherlich, natürlich. Das ist ja, den Promi-Bonus, den musst du dir auch nehmen. Und wir haben alle, meiner Meinung nach, irgendeinen Bonus und irgendeinen Minus. Ja, der eine ist im Rollstuhl und das ist ja ein Minus, der andere kann laufen, das ist ein Bonus. Aber im Rollstuhl, das Schicksal kann ja auch gut sein, wenn er nur herausfindet, was er da machen soll. Also ich finde, also ich habe letztens zum Beispiel einen kennengelernt, der tanzt auf Krücken. Also, wie sagt er? Ja? Der ist ja ganz bekannt, der ist ja beim Cirque du Soleil. Ja genau, der ist für mich ein Beispiel, etwas anscheinend negativ kannst du zum Positiven umdrehen. Und für mich die Straße zum Beispiel vor 5 Jahren, ich habe gedacht, das ist eher ein Rückschlag, ein bisschen zurück zu Null sozusagen. Aber für mich war das Glück im Unglück. Und durch die Straße habe ich, ich glaube, meine eigentliche Berufung als Musiker wiedergefunden. Und ich habe auch dadurch also andere Straßenkünstler kennengelernt und somit auch eine neue Band gegründet, so von verschiedenen Charaktere der Straße. Also was wir heute Abend sehen werden, sind hauptsächlich Straßenkünstler und so wie ich. Und darum geht es in diesem Konzept hier ein bisschen, so diese Street-Folk-Music. Du feierst die Straße, Viva la Street. Genau, das ist eine Hommage an die Straße. Ich bin eigentlich vielleicht ein Street-Kid oder irgendwie ein Kind der Straße. Ich bin ein Leben lang, also mein erster Job war mit dem Hut rumgehen, also mit 6 Jahren und dann mit 7 durfte ich dann die Tamburine spielen. Aber erst mal ein Jahr mit dem Hut rumgehen, ne? Und ich bin ja nie zur Schule gewesen, also keiner von uns in der Family, obwohl die ganz Alten, ja. Aber die Straße war unser Lebensweg und das ist unsere eigentliche Berufung als Musiker. Im Volk, mit dem Volk, vom Volk, fürs Volk, mittendrin. Dazu muss man natürlich wissen, dass dein Vater das nicht wollte, dass er zur Schule geht, damit nicht der Staat die Erziehung übernimmt, ne? Ja, der war schon sehr, also was Schule betrifft, also der war ja selber Lehrer, also der war schon Mathematik- und Philosophielehrer oder irgendwie sowas. Und irgendwann hat er dann die Schule gelassen. Und er hat sich ganz andere Ideen, also der hat einen anderen Weg gesucht, uns zu erziehen. Ein bisschen vielleicht die 60er Jahre haben ihn sehr beeinflusst, also und in der Zeit hat er auch einen Umbruch gehabt mit seiner ersten Ehe und so. Und dann, der hat auch Freunde getroffen, die mit Antiquitäten zu tun hatten. Dann ist er in ganz andere Szenen reingekommen. Und ich glaube, ganz andere Lebensphilosophien. Und das wollte er für uns machen. Ja. Also, es hat seine Vor- und Nachteile. Also, ich fand meine Kindheit sehr abenteuerlich. Ich fand es sehr, sehr, sehr angenehm und abenteuerlich. Es war so wie Huckleberry Finn oder Tom Sawyer, ja, immer. Aber als Kind, wenn du nichts anderes kennst, dann hinterfragst du ja nicht alles, ne? Trotzdem hätte ich mich gewünscht, dass ich doch einen Schulabschluss gemacht hätte. Und den habe ich ja nicht gemacht. Vor ein paar Jahren habe ich dran geknabbert und habe meinen Vater geschimpft. Aber ich komme trotzdem zurecht. Also der hat mir auch ein paar andere Tricks beigebracht. Der ist ein Survivor.
Mein Vater ist ein Überlebenskünstler gewesen und ich glaube, davon habe ich auch einiges abgekriegt. Und dafür bin ich auch dankbar. Also das hilft dir dann wiederum beim Überleben, genau, auf der Straße? Das hilft mir dann wieder mal, wieder neu anzufangen und doch keine Angst zu haben. Es geht ja auch weiter und dieser Überlebensdrang in mir so und mit sich was machen zu wollen, das kommt von meinem Vater sehr stark, ja. Du meinst, die Kelle ist ja auch immer ein geschützter Raum. Ja. Du bist jetzt dann, wenn du auf der Straße stehst, alleine. Und natürlich auch immer mal, wie das ist, wenn man einen prominenten Status hat, Anfeindungen ausgesetzt. Ja, richtig. Also wir haben sowieso als Kelly Family in Deutschland sehr viel Pro oder Contra. Also wir haben nicht wirklich so viel Mitte gehabt. Es gab entweder die uns geliebt haben oder die uns überhaupt nicht abkonnten. Diesen Element gibt es immer noch, aber der ist weniger stark heute. Und ich glaube, das kommt darum, weil wir da war so ein Kultstatus auch, so ein bisschen wie Bands wie The Cure oder so, die haben so Fanatiker, so. Und die 90er Jahre haben eine Hysterie ja mit sich gebracht und ich glaube, das ist dann eine vielleicht natürliche Reaktion, dass dann andere Leute meinen, was für Freaks, damit will ich nichts zu tun haben und dann macht man nur Witze über die, was ich gut verstehen kann, weil wir sahen ja lustig aus. Also. Ein bisschen Freiheit hast du ja noch bewahrt. Ja, ja, hör mal, ich habe kein Problem. Guck mal, gestern haben die mir hier die Haare, ich teste immer neue Friesen, solange ich noch Haare habe. Auf der Straße sieht es ja eh keiner, da hast du immer deinen gewissen Hut. Da hast du recht, auf der Straße habe ich einen Hut, einen Strohhut, weil das war so mit der Hitze. Da wurde immer hier alles so rot und ich kriege so eine richtig rote Nase, ja. Ich bin ja aus Irland ursprünglich und meine Haut ist ja weiß wie ein Huhn. Und dann kriegst du die Sonne und wird nur rot, wie ein Krebs, dann schaue ich aus. Und darum habe ich den Hut immer angehabt. Und irgendwann, keine Ahnung, jetzt behalte ich den immer. Den brauche ich so auf der Straße, das ist so ein bisschen mein Schutz, weiß ich nicht. Du bist ja auch ein Familienmensch. Wenn du für deine Familie da sein willst, wie machst du das? Ja, also ich bin ja nicht immer unterwegs. Also ich gehe vielleicht im Sommer mal 3 Tage weg. Ich bin Familienmensch, aber nicht ständig. Ich kann nicht da sein. Wir sind alle irgendwo Familien, gerne mit der Familie, aber es geht nicht immer. Du musst ja auch arbeiten. Und das ist immer so ein Dilemma, so ein Ding, so diesen Ausgleich zu finden. Also ich muss sagen, ich habe da schon manchmal ja, ein Kampf damit. So, ich würde gerne mehr zu Hause sein, mehr mit den Kindern sein. Ich bin auch viel da, mehr als die meisten Väter anscheinend. Aber weil, ja, wie soll ich sagen, also das ist ein ständiges Problem. Ich glaube aber, das hat jeder Vater, der irgendwie auch einen Job hat und oder Mutter. Ich glaube, wir fühlen uns alle ein bisschen ja, schuldig vielleicht. So, ich mache nicht genug. Es gibt nicht genug, die du eigentlich machen kannst. Für einen anderen Mensch. Ich glaube, wir verlangen sehr viel. Ein Kind verlangt sehr viel. Also ich finde das so. Und ich würde ihm gerne alles geben, aber ich bin Amateur, Papa. Also du möchtest deine Kinder glücklich sehen. Was ist für dich, ja, Glück? Oh, phew. Hammer hier. Philosophische Interview. ja, also ich weiß es nicht. Glück... ja, jetzt ein bisschen früh jetzt, ich bin nicht ganz wach. auf jeden Fall ist auf jeden Fall ein Stück Glück, eine Frau und Kinder zu haben. Und dass es ja auch funktioniert und nicht immer ein Stressfaktor ist, sondern eher eine Kraftquelle sein kann. Das ist auch ein Stück Glück, ne? Dass ich Musik machen kann und davon leben kann, das ist ein Stück Glück, das ist Luxus. Ich finde, das ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, in Afrika hätte ich keinen Job, weil die singen alle super geil und tanzen alle wie die Götter. Ja, was ist denn auch Glück? Ja, gesund zu sein und trotzdem, ich glaube, auch an die Liebe zu glauben. Trotz, dass man mal genervt ist und mal denkt, das Leben ist eher negativ. Trotzdem irgendwie weiter. Und natürlich Glück ist, wenn du solche Musiker um dich herum kannst. Zum Beispiel. Hast du alle auf der Straße gecastet? Ja, nicht alle, aber so ging es los und einige. Also die anderen habe ich durch die anderen kennengelernt. Also das
Einer von denen ist eigentlich ein sehr hoher Jazz-Maestro, der hat eine eigene Jazzband, der Cellist. Aber ich bin sehr geehrt, dass er mitkommt. Und den habe ich kennengelernt durch die Bärbel, die Straßenmusikerin. Der ist aus Holland. Und ja, der spielt sonst nur ganz, ganz gut, also wie soll ich sagen, qualitative Musik oder wie nennt man das? Keine Ahnung. Aber ich bin geehrt, dass er immer wieder zusagt, wenn wir dann auf Tour gehen. Er kann aber nicht immer, weil der doch einer ist, der eigentlich mehr kostet, als ich bezahlen kann. aber trotzdem macht er sich Mühe, uns anzupassen und das finde ich geil. Also das ist schon super. Also dann haben wir auch einer, der ist Amerikaner, das ist mein Cousin. Der ist also in Amerika, der hat zwar Straßenmusik gemacht, aber das ist da eher schwierig auf der Straße. Da gibt es nur ein oder zwei Städte, wo man das machen kann und das ist dann, da wollen alle hin. Ne? Und mein Cousin, der ist Musiker, seit er 8 Jahre alt ist und ich habe jetzt in den letzten Jahren mit ihm sehr viel ausgetauscht, so per Facebook und so und Skype. Und dann habe ich ihn gefragt, ob der nicht Lust hätte, ja, mitzukommen. Der hat sofort zugesagt und ja, und seine Freundin ist auch mitgekommen und das ist so eine Self-Made-Künstlerin und die bastelt hier für uns die ganze Deko und die hat das gemalt, die malt die T-Shirts, die ist einfach nur ständig kreativ. Also wieder ein Familienbetrieb. Unglaublich, ja, ja, eigentlich schon. Meine Frau ist auch dabei, also meine Frau ist ja, für sie ist Musik sowieso, seit sie Kind ist, ihr Ding. Die war in einer Band 5 Jahre lang, so eine Mamas und Papas und die Beatles haben die gecovert und so. Und die haben eigentlich ganz gut gemacht in Norddeutschland. Und danach ist sie zum MTV und VH1, solche Sender hat sie dann gearbeitet, bis ich sie getroffen habe. Und dann hat sie den Job Gott sei Dank aufgegeben. Ja, wir sind jetzt 9 Jahre zusammen und und die kommt dann nicht immer mit, aber immer wieder. Ja, und das ist schön. Ganz kurz noch, was gibt es im Programm? Ja. Natürlich sicherlich die altbekannten Straßenhits von Blowin' in the Wind bis, was weiß ich nicht. Blowin' in the Wind haben wir nicht dabei, okay, aber heute Abend werden wir trotzdem ein Bob Dylan Song haben oder eine Mischung. Das ist ein Song, das heißt Wagon Wheel. Die Hälfte ist von Bob Dylan geschrieben. Das hat ein Straßenmusiker in Amerika, also aus einem Bootleg-Tape von Bob Dylan genommen, diesen einen Verse oder Chorus, und er hat dazu den Rest geschrieben. Und so ist dieser Song komplett geworden. Also ein Straßenmusiker und Bob Dylan sind also in diesem Song, haben den zusammen komponiert, obwohl die nicht miteinander da waren, sondern. Und der Hit ist ein Riesen, also der Song ist ein Riesenhit. In Amerika geworden und die Band ist also jetzt nicht mehr Straßenmusikerin, sondern die spielen in alle dicken Festivals, die heißen Old Crow Medicine Show und dieser Song, den spielen wir hier, weil mein Cousin, der spielt ja manchmal so aus Spaß und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist ein geiler Song, wo hast du den her, den müssen wir machen. Dann habe ich das recherchiert und ist ja lustig, dass das ein, ja, so ein Bob Dylan meets Straßenmusiker Song. Es sind aber auch Kelly-Lieder mit dabei. Ja, ich werde sicher ein paar spielen, weil immer wieder gibt es die Fans, die danach schreien und ja, und dann macht man das gerne. Also ich spiele sowieso auf der Straße gerne so Cover the Road oder sowas. Das sind so für mich Songs, die immer für mich eine Bedeutung beibehalten. Also das ist, ja, und wir werden aber sehr viel internationales Programm heute machen. Also ich bin ja in Spanien geboren, also werden wir spanische Lieder singen. Wir werden auch französische Lieder spielen, weil wir sind ja in Frankreich, mit meiner Familie bin ich da gewesen, 3-4 Jahre insgesamt, 2 Jahre in Paris und 2 Jahre in Bretagne. Und da hat man natürlich diese Musik gelernt und mitgekriegt. Wir durften ja damals nicht Radio oder Fernsehen gucken, sondern immer nur lokal, regional, so die Volksszene durften wir mitnehmen. Und dadurch kenne ich so sehr viel ja, traditionelle Musik von Europa. Wir werden aber auch ein paar amerikanische Songs spielen, so Bluegrass, Country, so Hillbilly-Musik vielleicht. ja, was haben wir noch? Wir lassen uns überraschen. Jimmy, vielen Dank für das Interview, ja, dass du so zeitig für uns aufgestanden bist, gefühlt um 5 für Musiker. Und wir sehen uns auf der Straße, beim Krimmer Rückenfest vielleicht wieder. Sicher doch, gerne, ja. Immer dabei. Danke. Ja, ciao.